Hallo zusammen, ich habe eine Anfrage vom Sven. Sven ist aus Österreich und er ist Fischer oder Angler. Und er fährt im Sommer nach Norwegen zum Fischen oder in Norden mit dem Wohnmobil. Und er fragt mich an, reicht das, was er hat? Was für eine Kühlbox braucht er zum Hochfahren, oben fischen und Fisch einfrieren? Sven hat 150 Watt Solar auf dem Dach. Wie groß seine Batterie ist, hat er mir nicht gesagt, ob er eine Bleibatterie drin hat oder eine Lithiumbatterie. Wir nehmen jetzt mal an, Sven hat eine 100 oder 95 Ah Shell-Batterie drin, so wie diese Banner hier. Wenn Sven losfährt und er fährt Richtung Norden, solange er fährt, hat er kein Problem. Da hat er genügend Strom aus der Lichtmaschine. Wenn er in Norwegen steht, einigermaßen Sonne hat, kann er die Kühlbox betreiben. Als Kühlbox plus 5 Grad ist auch absolut kein Problem. Das Thema fängt erst an, wenn Sven fischt. Sven fischt und ihr wisst ja, ein richtiger Fischer fischt Fisch. Diese Kühlbox hier hat eine Gefrierleistung von 1,5 Kilo pro Tag. Wir nehmen jetzt an, dass Sven nicht so ein großer Fischer ist, sondern nur 1,5 Kilo Fisch am Tag fischt und diese Fisch einfrieren will, dann braucht Sven 3 bis 4 Ampere am Tag, pro Stunde. Das mal 24 Stunden heißt, er braucht 100 Amperestunden Strom am Tag, nur zum Einfrieren für die Kühlbox. Er hat sonst noch einen Lebensbedarf in seinem Wohnmobil. Das heißt, diese Batterie hier, die darf man zur Hälfte entladen. Das heißt, die hält die Nacht durch. Mit dieser Batterie kann ich dann einen Tag diese Kühlbox betreiben und durchfrieren. Die 150 Watt Solarzellen, die bringen, wenn sie gut ausgerichtet sind, pro Tag in Norwegen 500 Watt, vielleicht 600 Watt. Das heißt, ich kann das hier nur einen halben Tag Strom abdecken. Also er muss seine Lichtmaschine für die Kühlung, dass er den 1,5 Kilo Fisch einfrieren kann, jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde muss er den Motor laufen lassen, je nachdem wie viel Strom das an die Batterie kommt, dass er genügend Strom hat, um die Nacht zu überleben, wenn er solch eine Batterie hat. Bei der hier hat er länger, aber er muss jeden Tag Strom bekommen, um die 600 Watt, dass er diese Kühlbox betreiben kann, und zwar nicht diese Kühlbox als Tiefkühler. Als Tiefkühler wäre auch kein Problem, aber der Fisch, der eingefroren werden muss. Also mein Vorschlag an Sven, wenn er dann mehr als 1,5 Kilo Fisch einfrieren muss, will, dann reicht ihm die Standardkühlbox nicht mehr. Da muss er was Größeres machen, mache ich euch ein Video über die Gefrierleistung von Kühlboxen. Und auch wenn er mit der Standardkühlbox diese 1,5 Kilo Fisch einfrieren will, muss er elektrisch aufrüsten oder auf dem Campingplatz stehen und seinen Bedarf über 230 Volt reinziehen.
Dann kann er aber auch diese Kühlbox direkt an 230 Volt betreiben, aber eben auch nur 1,5 Kilo Fisch einfrieren. Ich hoffe, Sven aus Österreich, deine Frage hiermit beantwortet haben. Hier kommt ein neues Video über die Gefrierleistung dieser Kühlboxen. Und hier der Beschrieb dieser Kühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.